Ein turbulentes Börsenjahr geht zu Ende und auch die Aussichten für nächstes Jahr sind schwierig. Hohe Preise und eine schrumpfende Wirtschaft sind nur zwei der Herausforderungen. Wie geht es jetzt weiter und was ist die beste Strategie? Darüber möchte ich sprechen mit dem Portfoliomanager Andreas Beck. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Grüß dich. Erstmal Glückwunsch zu deinem Buch, was vor kurzem erschienen ist, Erfolgreich wissenschaftlich investieren. Ja, vielen Dank. Freut mich auch sehr, dass es jetzt als Printversion erhältlich ist. Ja. Besonders gut hat mir ja der Untertitel gefallen. Wer Angst vor Krisen hat, hat es nicht verstanden. So steht es da. Ja, ich finde, besser kann man es nicht auf den Punkt zusammenfassen. Man kann ja sich über alle möglichen Dinge Sorgen machen, aber dass, wenn ich auf die richtige Art und Weise Geld arbeiten lasse und der Weltwirtschaft zur Verfügung stelle, dass ich dann davon langfristig profitiere, das ist eigentlich ein etwas, was direkt aus den Grundregeln der Wirtschaft folgt. Und Krisen sind da eher ein Rendite-Turbo als etwas, vor dem man die ganze Zeit Angst haben musste. Ja, da ist ja das Jahr 2022 das perfekte Beispiel, woran man das ein bisschen erklären kann. Ich muss ja zugeben, ein bisschen mulmig war mir ja schon dieses Jahr zwischendurch, als die Märkte so nach unten rauschen. Da kam ja einiges zusammen, Ukraine-Krieg, Zinserhöhungen, steigende Rohstoffpreise. Es war ja ein ganzer Krisenmix. Also ich würde mal sagen, das Spezielle jetzt dieses jungen Jahrzehnts 2020, 2021 und 2022 ist, dass ja vorher diverse Leute sowieso den Weltuntergang angekündigt hatten. Also es gab ein Buch nach dem anderen, welches belegt hat, dass die Banken pleite gehen oder dass der Euro zusammenbricht oder dass das Weltfinanzsystem zusammenbricht. Also alle haben sowieso prognostiziert, dass die großen Katastrophen kommen. Und das Besondere ist jetzt, es kamen tatsächlich Katastrophen, bloß hatte die keiner auf dem Zettel. Einmal Corona 2020 war ja ein extremer Stresstest, also bis zum Stillstand der Weltwirtschaft in den Lockdowns. Und jetzt 2022 der Ukraine-Krieg, die Probleme mit der Energieversorgung, vor allem in Europa. Und dann natürlich auch Inflation, die stark gestiegenen Zinsen. Also interessanterweise, ja, große Krisen. Und vor allem interessant, das, was so prognostiziert wurde, was an großen Krisen vor der Tür steht, ist nicht eingetreten. Es ist ja in der Tat interessant zu sehen, wo wir stehen, wenn man sich all die ganzen Krisen anschaut. Arbeitslosigkeit auf Rekordtief, glaube ich. Oder auch die Märkte halten sich ja bei jetzt der DAX so 14.400, 14.500 Punkte noch überraschend gut für all die Krisen, die da waren und die wir halt auch in diesem Jahr gesehen haben. Ja gut. Also ich meine, das darf man jetzt auch nicht überdramatisieren. Wenn man die Weltwirtschaft als Ganzes anschaut, dann läuft es einigermaßen rund. Also sehr viele Probleme, die wir jetzt haben, sind doch sehr lokal, zum Beispiel mit der Energieversorgung in Europa. Letztendlich ist die Ursache ja das Boykott, die Sanktionen und die Boykotts, die gefahren werden von einigen Staaten gegen Russland. Das ist ja nur eine Minderheit der Staaten, die das machen. Andere Länder kaufen mit Rabatt Rohstoffe und Energie ein. Die haben dann sozusagen einen Wirtschaftsturbo. Andere Länder wie die USA, Energieexporteur und auch Rüstungsexporteur, profitiert sehr stark. Die USA haben jetzt auch große Programme in die Wege geleitet, um wieder eine Reindustrialisierung zu bewerkstelligen, haben da auch einen sehr konkreten Plan. Also es gibt sehr, sehr viele positive Tendenzen, die sozusagen an Deutschland vorbeigehen. Und deswegen ist die Stimmung hier einfach viel schlechter, als es die Weltwirtschaft rechtfertigen würde. Und deswegen ja auch immer dein Plädoyer, nicht irgendwie regional nur zu investieren, sondern möglichst breit in die gesamte Weltwirtschaft. Ja, der Schlüssel ist folgender. Krisen sind natürlich schon, haben etwas Dramatisches. Also abstrakt gesprochen ist eine Krise immer eine Störung von außen, die das System jetzt aus dem Gleichgewicht bringt. Und wenn so etwas passiert, dann hat es für die einzelnen Unternehmen eigentlich immer den gleichen Effekt, nämlich dass ihre Finanzierungskosten in die Höhe schießen. Also wenn Unternehmen in normalen Marktphasen zu bestimmten Konditionen neue Aktien ausgeben können, also Eigenkapital platzieren können oder einen Kredit aufnehmen können, Anleihen begeben können, wenn die das in normalen Marktphasen zu bestimmten Konditionen machen können, dann bricht das in der Krise ab und auf einmal müssen sie viel mehr bieten, um an Kapital zu kommen. Also die Versorgung der Unternehmen mit Kapital funktioniert nicht mehr richtig.
die Investoren sind risikoavers, die verlangen viel höhere Risikoprämien. Und jetzt ist es natürlich klar, dass die Unternehmen, die hier auf Kante kalkuliert haben, dass die auch umfallen können. Also wenn so eine Krise kommt, das ist völlig egal, was der Grund der Störung ist, dann funktioniert die Kapitalversorgung nicht mehr der Unternehmen zu den alten Konditionen. Die müssen viel mehr bieten und die, die das nicht schaffen, sind konkret insolvenzgefährdet. Also in Krisen steigt das durchschnittliche Insolvenzrisiko eines einzelnen Unternehmens. Ganze Branchen können wegkippen, auch ganze Regionen können in ernsthafte Probleme geraten. So, aber die Weltwirtschaft als Ganzes, da hat eine Krise eine ganz andere Funktion. Da ist die Krise eher eine Reorganisation des Systems. Sprich, der Konsum geht ja weiter, die Unternehmen produzieren ja weiter. Das heißt, so die Grundtendenz, dass die Menschen Güter nachfragen, die produziert werden, Unternehmen Gewinne erzielen, die bleiben ja gleich. Und jetzt habe ich diese Krise. Das heißt, es kommt jetzt zu einer Störung im System und jetzt werden die Lieferketten neu verteilt, die Gewinne werden neu verteilt und auf der Ebene der gesamten Weltwirtschaft ist eine Krise insofern eher eine Chance, weil Krisenphasen sind, wo ich besonders günstig Unternehmensanteile kaufen kann. Also das, was für die Unternehmen ungünstig wird, Kapital aufzunehmen, wird für den Investor günstig. Jetzt ist es besonders attraktiv zu investieren. Und das geht eben, weil in der Weltwirtschaft ist eine Krise immer nur eine Umverteilung. Wenn die Autos in 10 Jahren nicht mehr aus Deutschland kommen, weil hier mit der Energiekrise die Produktionskosten zu teuer werden, ja, dann kommen sie halt aus Südkorea. Aber es wird weiter Mobilität nachgefragt. Und da ist jetzt Auto nur ein beliebiges Beispiel. Es geht immer dann nur Verschiebungen. Und das ist selbst bei Weltkriegen so gewesen. Das ist bei allen Krisen, die man sich anschauen kann, in der Vergangenheit so gewesen. Aus der Perspektive der Weltwirtschaft habe ich dieses Insolvenzrisiko nicht mehr, sondern die Krise ist sozusagen dann keine Bedrohung eines Zusammenbruchs, sondern das ist bloß eine Phase der Restrukturierung. Und deswegen funktioniert es auch nur planbar, Krisen zu nutzen, wenn ich ganz, ganz breit streue und in die ganze Weltwirtschaft gehe. Was man aber dabei nicht vergessen darf, ist ja, dass es trotzdem mal mit meinem Depot ziemlich nach unten gehen kann. Ne? Nämlich es dauert ja durchaus, bis ja die Krise vorbei ist und bis ja die Weltwirtschaft sich wieder angepasst hat an diese neue Situation. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht, die das vielleicht illustriert. Es gibt einfach zwei Arten von Sicherheitskonzepten. Das ist hier jetzt modellhaft dargestellt. Letztendlich geht es um die Frage, strebe ich Robustheit an? Robustheit bedeutet, in diesem Fall ist es die blaue Linie, ein Schock stört das System und das System soll möglichst stabil bleiben. Kann man als Zielstellung haben. Dann muss ich mein Portfolio so aufbauen, dass es in einer Krise möglichst wenig negative Kursschwankungen hat. Das würde halt bedeuten, relativ geringen Aktienanteil bis zum Aktienanteil von quasi 0%. Also das heißt, einmal der Aktienanteil darf nicht allzu hoch sein, aber die Methode der Wahl, solche Portfolios zu steuern, da gibt es tatsächlich keine Alternative. Wir wüssten auch keine Alternative, ist mit Risikobudgetierung zu arbeiten. Das heißt, ich gebe meinem Portfolio eine gewisse Toleranz, wie viel darf es fallen? Und wenn es soweit gefallen ist, muss ich alle Risikopositionen auflösen und im Zweifelsfall nur noch ein Geldmarkt sein. Und damit kann ich garantieren, dass gewisse Verlustschwellen nicht überschritten werden. Das ist ein sinnvolles Konzept, das ist erprobt, das funktioniert. Und wenn ich eine kurze Frist habe, muss ich auch so arbeiten. Es gibt keine wirklichen Alternativen. Das ist sozusagen dieses Konzept der Robustheit. Wenn man sich das zum Beispiel beim Hausbau vorstellt, dann sind es Häuser mit besonders dicken Betonwänden. Wenn jetzt ein Sturm kommt, wenn ein Erdbeben kommt, ja, die sind relativ robust, wahrscheinlich bewegen sie sich wenig. Ein alternatives Risiko- oder Sicherheitskonzept ist jetzt die Antifragilität. Bei der Antifragilität geht es darum, das System so aufzustellen, dass es mit der Krise sich mitbewegt und möglichst schnell und möglichst attraktiv und positiv aus der Krise wieder rauskommt. Das ist also ein Konzept der Resilienz. Ja? Und in dieser Grafik ist es dargestellt mit der grünen Kurve. Das heißt, ja, in der Krise geht es auch runter. Das ist aber egal. Das Entscheidende ist, dass ich mich vor der Krise schon so positioniert habe, dass ich besonders resilient bin und diese Krise tendenziell eher nutze, als dass sie mir schadet. Wenn ich das wieder beim Häuserbauen als Referenz nehme, in Gebieten mit einer hohen Erdbebengefahr, wäre es wahnsinnig, die Häuser robust zu bauen mit dicken Betonwänden, sondern dann sind die Häuser so gebaut, dass sie relativ flexibel reagieren können und sich eben bei einem Erdbeben mitbewegen. Dann haben sie oben noch ein Gegengewicht, das dann dagegen pendelt und so kann ich Stabilität erreichen in der Bewegung. Und dann habe ich ein antifragiles System.
Ich kann sogar in solchen Systemen zum Teil zeigen, dass sie umso stabiler werden, umso stärker die Störung von außen kommt. Aber das wird jetzt zu weit führen. Jetzt, wenn ich das konkret jetzt mit den Portfolio-Management-Systemen, wie ich ein Portfolio steuern kann, in Beziehung setze, das ist jetzt die andere Hälfte dieses Bilds. Da sieht man auf der einen Seite unser antifragiles Portfolio in der Corona-Krise. Ja, es hat sehr stark gelitten, weil wir in der Krise halt die Aktienpositionen deutlich hochziehen, so dass wir kein messbares Ausfallrisiko haben und eben die Chance nutzen, jetzt sehr günstig Unternehmensanteile zu erwerben, ohne jede Rücksicht auf die kurzfristige Schwankung, und entsprechend katastrophal sieht es auch aus. Aber ich habe dann den Effekt, dass ich günstig eingekauft habe, und wenn die Weltwirtschaft sich wieder anfängt zu normalisieren, und das macht sie immer irgendwann, profitiere ich auch überproportional. Ich habe hier als Vergleich eben noch dann zwei andere Managementkonzepte. Das rote ist so ein typisches Wertsicherungsportfolio, eben Robustheit als Ziel, auch sehr hochwertig gemanagt. Und da hat es auch genau funktioniert. Die Corona-Krise kam, es wurden gewisse Verlustbudgets verbraucht und dann wurde halt den Geldmarkt umgeschichtet und der Investor hat die Sicherheit, dass gewisse negative Wertschwankungen nicht überschritten werden. Und das, was halt immer so eine Wundertüte ist und wo große Vermögen verloren werden, manchmal auch nicht, aber es ist halt immer ein ganz heißes Eisen, sind jetzt prognosebasierte Portfolio-Management-Modelle, wo ich also eine gewisse Erwartungshaltung habe und dann gehe ich gewisse Wetten ein, die gehen halt manchmal auf. Ich habe jetzt hier prototypisch ein Beispiel mitgebracht, das ist jetzt hier grün, die Kurve. Da hat halt jemand richtig spekuliert zum Anfang der Corona-Krise, aber dann hat er halt dann doch gedacht, die dauert länger und war zu lange short im Markt und ruckzuck ist man dann auch wieder ordentlich im Minus. Also was funktioniert, ist Risikobudgetierung in der kurzen Frist. Was funktioniert, ist Antizyklik und damit Antifragilität in der langen Frist. Und alles andere ist ein Glücksspiel. Wobei natürlich bei der Robustheit ist natürlich noch dann das Problem, wann gehe ich wieder aus dem Geld raus und wieder in Aktien rein. Nein, das ist auch systematisch geregelt. Ich habe ja jetzt in der risikofreien Anlage einen gewissen Zins. Und dieser Zinseszins baut mir mit der Zeit wieder ein Risikobudget auf, dass ich irgendwann wieder reingehen kann. Jetzt merkst du schon, da stimmt was nicht, weil es gab lange keinen Zins. Und das war auch der Grund, warum jetzt jahrelang solche Wertsicherungssysteme überhaupt nicht funktioniert haben. Also Riester-Rente und solche Geschichten haben halt überhaupt nicht funktioniert, weil es gab Verluste, die sind aus dem Markt. Und dann hatten sie sichere Anleihen und selbst auf 10-jährige Bundesanleihen gab es keine Positivverzinsung. Ja, dann funktioniert es nicht. Aber Gott sei Dank, jetzt haben wir wieder ein System, wo ich eine nominale Rendite erwirtschafte mit Anleihen auf mittlere und lange Frist. Und damit kann ich jetzt wieder mit dieser Risikobudgetierung arbeiten. Aber langfristig ist es trotzdem nicht sinnvoll, so zu arbeiten. Das ist nur für die kurze Frist hilfreich. Ja, aber trotzdem, ich muss ja irgendwann, ich habe Aktien, dann kommt die Krise, ich gehe aus Aktien raus in den Geldmarkt. Dann muss ich ja irgendwann, wenn die Krise vorbei ist, wieder umschichten in Aktien, weil ich ja sonst weiterhin flach bleibe sozusagen und halt nicht von der Erholung der Aktienmärkte dann profitiere. Das kann man sich wie zwei Töpfe vorstellen. Ich habe jetzt meinen Risikotopf Aktien und dann habe ich meinen Sicherheitstopf, sagen wir der Einfachheit halber, 10-jährige Bundesanleihen. Jetzt verlieren die Aktien und mein Risikobudget ist weg. Das heißt, ich muss den Rest Aktien noch verkaufen und muss alles in meine sicheren Anleihen packen. Das ist übrigens der Grund, warum in Krisen so die Märkte immer übertreiben. Weil jetzt in Krisen fallen die Aktien und jetzt gibt es sehr viele dominante Investoren, die halt solche Wertsicherungsportfolios haben, die ganze Pensionswelt ist so aufgebaut, die ganze Versicherungswelt, die sind dann gezwungen zu verkaufen und dadurch, dass dann so viele verkaufen, fällt es noch weiter und dann werden noch mehr gezwungen zu verkaufen und dann fällt es noch weiter und dann habe ich eben diese katastrophalen Tendenzen, dass wir so richtig dramatische Einbrüche haben, obwohl so viel jetzt auch gar nicht passiert wäre aus der Perspektive der Weltwirtschaftsunternehmensgewinne. Aber gut, ich muss dann umschichten. Und irgendwann habe ich halt dann 100% nur noch Anleihen, aber da habe ich jetzt meinetwegen einen Zins von 2%. Das heißt, nach 2 Jahren habe ich dann schon wieder 4% Zins aufgebaut und dann kann ich schon wieder 4% in Aktien gehen und dann kann ich so langsam wieder gegensteuern. Ja. Das dauert ja ewig, bis ich dann wieder eine Aktienquote aufgebaut habe. Ja, und dann ist es auch zu spät, weil wirklich attraktiv ist es natürlich direkt nach der Krise, ja, wenn die Weltwirtschaft sich wieder gefunden hat. Ja, deswegen sind diese Portfolios auch wirklich, also man darf die nicht kritisieren, weil wenn ich jetzt gewisse regulatorische Notwendigkeiten habe oder wenn ich halt wirklich einen kurzfristigen Horizont habe, dann geht es nicht anders. Aber für einen langfristigen Investor ist das Quatsch und deswegen war zum Beispiel auch so eine Konzeption wie die Riester-Rente von Anfang an eine Fehlkonstruktion,
Weil wenn jemand 20, 30 Jahre lang anspart, dann geht es ausschließlich um Antifragilität, um antizyklisch investieren und um Resilienz. Aber das Wort Garantie hat ja eine magische Wirkung auf sehr viele Sparer. Und das heißt, ist ja das, worüber die Riester-Rente und natürlich auch andere Produkte verkauft werden. Da ist eine gewisse Summe garantiert. Und da vergesse ich halt alles andere. Hauptsache, ein bisschen was ist sicher. Ja, die Menschen haben ein falsches Verständnis, weil die glauben, sie kaufen da Wertpapiere. Und so ein Wertpapier, puff, ist nichts mehr wert. Oder wie. Interessanterweise, bei Immobilien sind sie viel entspannter. Also Menschen kaufen sogar mit Kredit eine Immobilie und wenn die Immobilien fallen, dann ist es ihnen egal, die gucken gar nicht hin, Hauptsache die Mietrendite stimmt. Und das ist auch völlig richtig, weil wenn ich jetzt nicht unbedingt verkaufen muss, dann reicht es ja, wenn mein Mieter weiter seine Miete zahlt. Mehr Cashflow hatte ich ja gar nicht geplant. Aber ein breit gestreutes Aktienportfolio ist das Gleiche. Ich habe lauter Unternehmensanteile, ich bin Superkapitalist, ich bin an 7.000, 8.000 Unternehmen beteiligt. Ich kann machen, was ich will. Egal, welches Produkt ich im Supermarkt kaufe, ich verdiene daran, weil die Weltwirtschaft ist immer an allem irgendwo beteiligt. Und es ist mir jetzt auch egal, welches Handy in Zukunft beliebter ist oder welches Auto. Ich habe sowieso alle Firmen. Und die eine gewinnt, die andere verliert. Aber im Schnitt habe ich die durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität, die Unternehmen fordern, damit sie überhaupt arbeiten. Und das ist halt auf einer Höhe der... Da zieht es praktisch schon über diese Unternehmensrentabilität, diese Portfolios zwangsläufig immer wieder ins Plus. Ja, weil auf Dauer machen Unternehmen keine Verluste im Schnitt. Ja, der Kapitalismus ist nicht so aufgebaut. Bevor ein Unternehmen zu niedrige Kapitalrenditen erwirtschaftet, wird erstmal der Vorstand entlassen und dann wird umstrukturiert, dann werden Leute entlassen und alles Mögliche passiert. Aber nicht, dass auf Dauer so Verluste hingenommen werden. Ich glaube, du sagst so sinngemäß in deinem Buch, das System ist brutal, weil halt einfach die Investoren halt diese Eigenkapitalerwartungen haben. Das muss man einmal verstehen. Diese Brutalität bezogen aufs Einzelunternehmen schafft gerade erst die Sicherheit. Also dadurch, dass jedes Unternehmen jedes Jahr existenzgefährdet ist und kämpfen muss, nicht den Anschluss zu verlieren in der Konkurrenzfähigkeit, das erst macht das System stabil. Nassim Taleb hat da ein Beispiel gebracht, was ich sehr schön finde. Also Nassim Taleb, dieser libanesische Risikomanager, der den Schwarzen Schwan geschrieben hat und der auch sehr viel entwickelt hat zum Konzept der Antifragilität, welches ich auch zum Teil einsetze, der hat das Beispiel gebracht, wenn er jetzt nach New York fliegt, dann weiß er wird dort ein Restaurant finden, in dem er exzellent essen kann abends. Warum? Weil jedes Restaurant permanent existenzgefährdet ist. Deswegen gibt es die Sicherheit, dass man dort exzellent essen kann. Wenn ich das umdrehe und ich hätte ein sozialistisches System und die Restaurants wären alle sicher, dann wäre es genauso klar, dass man nicht mehr gut essen kann. Ja, also dann erst durch die Unsicherheit funktioniert dann überhaupt dieser ganze Fortschritt und die ganze Weiterentwicklung im Gesamtsystem. Und so muss man sich das auch bei einem breit gestreuten Aktienportfolio vorstellen. Eben gerade weil jedes Automobilunternehmen im Moment gefährdet ist, ob es überhaupt zukunftsfähig ist, genau deswegen wird so hart an der Zukunft gearbeitet und deswegen gibt es überhaupt dann diese Fortschritte. Ja, wenn wir über Depots und Portfolios reden, die 60-40 Depots, also 60% Aktien, 40% Anleihen, waren ja der große Verlierer in diesem Jahr. Im Jahr 2022 sind ja ziemlich unter die Räder gekommen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es die schlechteste Performance seit 75 Jahren war. Dabei galten die ja auch als sicher. Und da ist mir halt eben auch ein Zitat aus deinem Buch eingefallen. Da schreibst du, als sicher gilt, was in historischen Krisen funktioniert hätte. Ja, also wir nehmen immer das als Gefahr wahr, was sich in der Vergangenheit schon mal als Gefahr gezeigt hat. Und weil das andere finden wir in den Daten nicht. Und also die Menschen haben da so ein bisschen eine falsche Vorstellung, wie Modelle konstruiert werden. Also wissenschaftliches Arbeiten unterscheidet sich von Hokuspokus dadurch, dass wir ein Modell formulieren. Ein Modell, das sind konkret ausformulierte Regeln, Voraussetzungen, die sind transparent und innerhalb dieser Voraussetzungen und innerhalb dieser Regeln kann ich jetzt Schlüsse ziehen und arbeiten. Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Das heißt nicht, dass das stimmt, weil ich brauche immer bestimmte Regeln und bestimmte Voraussetzungen, man nennt das Axiome, die ich nicht beweisen kann und nur unter diesen Rahmenbedingungen haben meine
Arbeiten, die ich dann da drin mache, überhaupt eine Aussagekraft. Aber diese Modelle, die werden halt dann doch überschätzt vom Laien. Weil tatsächlich so, ich habe immer erst die Daten und dann konstruiere ich das Modell, das diese Daten zeigt. Es ist nicht umgekehrt. Ich habe nicht irgendwie Genies, die ein Modell bauen und dann haben sie überraschende Daten und die kommen dann in der Zukunft. Das ist übrigens auch bei den Klimamodellen so. Ja, also 1972, als der Club of Rome die ganz große Untersuchung gemacht hat, Global 2000, Peak of Oil Theory, da war das große Drama, dass es im Jahr 2000 kein Öl mehr gibt. Kein Mensch hätte damals ein Modell präsentiert, was heißt, oh, Klimaerwärmung könnte ein Problem sein. Oder Fracking. Ja, oder also sozusagen ein Zusammenhang zwischen CO2-Molekülen in der Luft und Klimaerwärmung, da wäre keiner auf die Idee gekommen. Erst waren die Daten da, man hat dieses Phänomen gesehen und dann konstruiert man ein Modell, welches diese Daten erklärt. Und das ist halt immer auf einem ganz dünnen Eis. Ja? Und dann kommen halt neue Daten, ach so, ja, dann brauche ich halt ein neues Modell. Gut, dann wird halt ein neues Modell gemacht. Und das sieht man am Finanzmarkt auch immer sehr stark. Deswegen haben diese Prognosen so eine unglaublich schwache Trefferquote, weil das System ist halt nicht statisch. Es gibt dauernd neue Erfindungen, es verändern sich, Regionen verändern sich, Funktionsweisen verändern sich, Regeln verändern sich. Und insofern, wenn ich eine wirklich funktionierende, planbare Anlagestrategie haben möchte, dann muss ich weggehen von dieser ganzen Modellkomplexität und muss auch davon weggehen, dass ich ewige Backtests rechne und die in die Zukunft fortschreibe und dann glaube, aha, so ist die Welt. Und muss mich wirklich auf die ganz möglichst grundlegenden Zusammenhänge beziehen. Zum Beispiel, wir beziehen uns eben auf den Zusammenhang, in Krisen steigt die Risikoprämie. Ja? In Krisen bekommen Unternehmen nicht zu den alten Konditionen Geld zur Verfügung gestellt. Wenn das nicht mehr gilt, dann haben wir auch keinen Mehrwert mehr mit der Art, wie wir arbeiten. Aber wir haben auch nur ein Modell, aber das Modell ist halt so, dass ich mich auf so wenig wie möglich beziehen muss und es funktioniert trotzdem und dadurch habe ich sozusagen nicht dieses Modellrisiko, was ich habe, wenn ich immer fein in die Daten reingehe und dann Zusammenhänge konstruiere, die dann halt mal zutreffen und mal nicht zutreffen. Ja. Stichwort Modellrisiko, eines der prägenden Ereignisse oder eine der prägenden Entwicklungen 2022 war ja auch, wie die Notenbanken zuerst in ihre Modelle geguckt haben, gesagt, ach, die Inflation, das wird schon und das wird schon wieder runterkommen und dann zuletzt dann brutal die Zinsen anheben mussten, weil eben das Modell dann doch nicht hingehauen hat und die Inflation weiterhin hoch war und sogar noch weiter gestiegen ist. Ja, natürlich, das gleiche Beispiel. Wir hatten also eine lange Phase von einer niedrigen Inflation, was ökonomisch auch wahrscheinlich schlicht und einfach dadurch bedingt war, dass wir so einen Produktionsfortschritt hatten, durch Globalisierung, durch Digitalisierung. Das heißt, eigentlich hätten die Produkte immer billiger werden müssen. Und das hat man halt aufgefangen, diesen Effizienzgewinn, den hat man aufgefangen, indem man die Geldmenge erhöht hat. Okay, dann hatten wir halt null Inflation. Und ja, und dann hat man sich halt gewundert, ach so, ich kann die Geldmenge so stark erhöhen und trotzdem habe ich keine Inflation. Ach so, dann hat man die Modelle entsprechend justiert. Okay, jetzt hat es halt dann mal nicht mehr funktioniert. Und es wird natürlich so sein, dass man jetzt in Zukunft die Inflation überschätzen wird, statt unterschätzen. Also noch nicht, noch klebt man ein bisschen zu stark an den alten Modellen. Aber es ist immer so, immer was in der Vergangenheit passiert ist, wird in der Zukunft erwartet und dann kommt doch was anderes und dann baut man die Modelle um. Ich meine, ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen soll. Ja, man muss ja irgendwie mit Modellen arbeiten, aber man muss halt einfach hinreichend skeptisch und kritisch mit diesen Themen umgehen. Ich habe vorher das Beispiel mit der Klimaerwärmung gebracht. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Modelle falsch sind. Ich will nur sagen, daraus zu schließen, dass die Welt jetzt untergeht, wie so eine Stimmung bei den jungen Leuten manchmal ist, das ist eine Überinterpretation des Modells. Genau, genau. So wie halt auch, du hast die ganzen Horrorszenarien für die Finanzmärkte angesprochen, die ja meinetwegen sich aus Modellen ergeben, dass irgendwie der Euro keine Zukunft hat oder sowas. Aber dann kommt halt irgendwie ein Mario Draghi und sagt, whatever it takes. Und auf einmal hat der Euro quasi eine Überlebensgarantie, was man nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte vorher. Ja, diese Modelle, also die Wirklichkeit ist ja so wahnsinnig kompliziert und es gibt so wahnsinnig viele Wechselwirkungen. Ja? Der Finanzmarkt, die Weltwirtschaft, das Klima, das sind so komplizierte Ökosysteme, dass ich bei der Modellbildung immer darauf angewiesen bin, erstmal brutal zu vereinfachen. Also wenn man so will, ist ein Modell immer nur eine stark vereinfachte Metapher und die ist grundsätzlich falsch.
das Modell, was die Volkswirtschaft hat, von der Wirtschaft ist grundsätzlich falsch, weil es eine so brutale Vereinfachung ist. Es ist aber trotzdem in Ordnung, weil die Vereinfachung, die nehme ich halt hin als notwendiges Übel, damit ich so ein paar Zusammenhänge erklären kann. Und so ist es in fast allen Dingen, jenseits der ganz starren, einfachen Naturwissenschaften. Also mit einfach meine ich, die starre Naturwissenschaft, so wie man sie sich im Idealbild gedacht hat, ist so, dass ich eine störungsfreie Laborsituation konstruieren kann, um Modelle zu überprüfen. Das geht halt leider in der Wirklichkeit nicht bei komplexen Systemen. Ich kann keine störungsfreie Laborsituation machen, um zu prüfen, was passiert mit Klima oder Inflation oder Wirtschaftswachstum, wenn dies oder jenes. Ja, genau. Das ist ja jetzt gerade so zum Jahreswechsel. Da kommen ja die ganzen Prognosen für 2023, wo ja jeder sagt, ja, DAX steht bei, keine Ahnung, 15.000 ist, glaube ich, so die Prognose, die meisten so haben. Wenn ich jetzt das so ein bisschen zusammenfasse, was du gerade erzählt hast, dann sagst du ja, das hat eigentlich überhaupt keine Relevanz. Nein, das hat auch keine Relevanz. Also wirklich selbst jeder Volkswirtschaftsstudent lernt heute noch die Phillips-Kurve. Das ist zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel. Es gab mal einen Zeitraum, da gab es einen klaren Zusammenhang in den Daten zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Und dann hat sich da so eine schöne Kurve gebildet und dann hatte man die Phillips-Kurve. Seitdem findet man die nicht mehr. Aber die Studenten lernen es heute noch. Ja? Und man muss einfach wahnsinnig vorsichtig sein. Wenn ich mir die Schätzungen der Analysten anschaue, wo steht der DAX in 12 Jahren? Dann ist es in 12 Monaten. Dann ist es immer in der Nähe von dem, wo er heute steht. Das kann man die letzten 20 Jahre anschauen. Und dann steht er doch wieder ganz anders. Ja? Was heißt das denn jetzt für meine Anlagestrategie? Also, wir bleiben mal beim DAX. Ja? Als der DAX, ich glaube, 1987 startete, war er bei 1.000 Punkten. 10 Jahre später war er bei 2.000 Punkten. Warum? Weil die deutschen Unternehmen in der Weltwirtschaft Bestand hatten. Die, die keinen Bestand hatten, sind rausgefallen. Der DAX hat sich an seiner Zusammensetzung dann verändert. Aber insgesamt war die deutsche Weltwirtschaft sehr, sehr gut und hat in der Weltwirtschaft Bestand gehabt. Und deswegen hat sich die durchschnittliche Ertragskraft der Weltwirtschaft reproduziert. Und das sind so 8% im Jahr. Unternehmensgewinn aufs eingesetzte Kapital. Und wenn ich 8% Zinseszins rechne, dann habe ich in 10 Jahren eine Verdoppelung. Also muss der DAX von 1.000 in 10 Jahren bei 2.000 sein. Nochmal 10 Jahre später muss er bei 4.000 sein. Und dann muss er bei 8.000 sein und jetzt muss er bei 16.000 sein. Und dann muss er bei 32.000 sein. Es sei denn, Deutschland verliert den Anschluss an die Weltwirtschaft. Aber darauf kann ich mich verlassen. Die Unternehmen produzieren etwas, die erwirtschaften Gewinne. Ich habe einen Zinseszins, der exponentiell wirkt auf diese Gewinne. Und darauf kann ich mich verlassen. Also ich kann mir sicher sein, wenn Deutschland ist wirklich jetzt ein Problemfall, weil wir ja gerade solche Umbrüche haben. Aber wenn die deutsche Wirtschaft den Anschluss an die Weltwirtschaft behält, dann wird in 10 Jahren der DAX vielleicht bei 32.000 sein, vielleicht bei 28.000. Aber es wird nicht darüber diskutiert werden, ob er bei 14.000 steht. Genauso wie jetzt nicht darüber diskutiert wird, ob der DAX bei 2.000 steht. Ja? Einfach weil die Zinseszins auf die Unternehmensgewinne hier thesauriert werden. Wo er nächstes Jahr steht, habe ich aber überhaupt keine Ahnung. Überhaupt keine. Das ist weder prognostizierbar, noch ist es sinnvoll, darüber überhaupt nachzudenken. Genau, und trotzdem wird es halt immer gerne gemacht und die Prognosen der Experten werden immer gerne zitiert mit den Vorhersagen, wo der DAX 2023 steht, genauso oder der S&P 500 oder welcher Index auch immer. Aber ja, diese Prognosen sind was für ein Mülleimer sozusagen. Ja, das ist halt wie Horoskop. Ja. Also mal trifft es zu, mal trifft es nicht zu. Genau, und das heißt, ich einfach deine Empfehlung, breit gestreut investieren in die Weltwirtschaft, weil ich dann halt diese ganzen Risiken nicht habe. Du hast es erwähnt, ich weiß nicht, welche Region dominieren wird, ich weiß nicht, welche Branche dominieren wird, ich weiß nur, die Weltwirtschaft wird nicht pleite gehen, sie wird weiter wachsen und dann halt sich im Schnitt, wird sich da mein Depot alle 10, 12, 15 Jahre sowas verdoppeln, je nachdem, wie halt jetzt gerade die Entwicklung ist. Mal dauert es ein bisschen länger, mal dauert es ein bisschen weniger lang, aber es wird sich verdoppeln. Mehr als die Unternehmensgewinne kann man eh nicht vereinnahmen. Also mehr ist halt nicht zum Verteilen. Und sich da optimal aufzustellen, mehr kann man eh nicht machen. Und mal dauert es ein bisschen länger, bis es sich verdoppelt, mal geht es ein bisschen schneller. So, also, aber die Regeln sind ganz einfach, wirklich. Erstens, ich muss breit streuen und ich darf mich nicht blenden lassen von der jüngeren Vergangenheit. Das heißt im Moment,
ja, man investiert in die ganze Weltwirtschaft, auch in die Schwellenländer, auch in Europa, auch in die kleinen Unternehmen. Auch wenn ich jetzt in den jüngeren Daten sehe, der MSCI World mit den 1600 Großunternehmen, der extremen Gewichtung in den USA, wäre unschlagbar gewesen. Das ist erstmal außergelost. Es gab auch Phasen, da war China unschlagbar. Es gab Phasen für alles Mögliche schon. Wirkliche Planbarkeit habe ich nur, wenn ich breit streue. Und ich darf mich nicht irritieren lassen, dass jetzt die Schwellenländer halt so katastrophal gelaufen sind. Breite Streuung. Das Zweite ist, in normalen Marktphasen sich eine Investitionsreserve behalten, weil Krisen sind normal. Und keiner weiß, was die nächste Störung ist, aber es kommt. Das ist das Einzige, was man weiß, ist, dass der Kapitalismus halt anfällig ist auf Krisen. So, und dann habe ich das Problem in der Krise, dass ja erstmal mein Wert fällt von meinem Depot. Das heißt, ich brauche eine Gegenposition. Und die Gegenposition ist, dass ich dann eine Investitionsreserve nutzen kann, um besonders günstig und attraktiv einzukaufen und damit den Erwartungswert insgesamt des Portfolios erhöhe. Dann habe ich sozusagen einen negativen und einen positiven und dann gleicht sich's aus und dann bekomme ich Resilienz langfristig. Diese Investitionsreserve, das bedeutet ja, dass ich dann in guten Marktphasen nur mit 80% dabei bin und ich bin eine Aktienquote von 100%. Aber gleicht dann diesen Performance-Nachteil, den ich in guten Marktphasen habe, wird das dann dadurch wieder ausgeglichen, dass ich halt günstig nachkaufen kann unten? Ja, das kann man nicht beantworten, weil man die Zukunft nicht kennt. Es hängt davon ab, wie viele Krisen kommen und wie die dann verlaufen. Darum geht es aber auch nicht, sondern ich habe die Sicherheit, dass wenn die Märkte tatsächlich so bombastisch laufen und dann doch so wenig Krisen kommen, dass ich etwas niedrigere Renditen habe, als wenn ich immer 100% Aktien gefahren wäre. Aber ich habe ja immer noch sehr, sehr gute Renditen. Da muss es ja wirklich gut gelaufen sein. Und dafür habe ich aber die Sicherheit, dass wenn viele Krisen kommen, dass ich dann einen deutlichen Vorteil haben kann gegenüber einem immer 100% investiert Portfolio. Das heißt, ich strebe nicht die maximale Rendite an, die möglich ist, sondern ich enge den Korridor ein, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit rauskomme. Das ist sozusagen der Sinn und Zweck der Geschichte, also dass ich planbarer werde. Und wie sind wir auf die 20% Investitionsreserve gekommen? Man könnte auch sagen 30% oder 10%. Ja, wir haben Folgendes gemacht. Natürlich müssen wir auch mit Daten arbeiten. Und jetzt haben wir aber nicht einfach einen Backtest gerechnet, weil so ein Backtest, wie gesagt, ist sehr pfadabhängig, weil wir hatten halt ganz eigenartige Krisen, die sehr dominant sind, 2007, wer weiß, wie die nächsten Krisen sind. Aber was wir gemacht haben, wir haben halt einen langen Zeithorizont genommen, wo wir die Daten hatten und haben immer die Monatsrenditen genommen von Aktien und bei Anleihen haben wir eine Rendite von null zugrunde gelegt, um sozusagen den Investitionsreserventeil nicht zu positiv zu bewerten, weil früher gab es hohe Zinsen, haben wir den immer schon mit 0% Zins zugrunde gelegt. Und jetzt haben wir einfach eine Urne genommen, wo alle diese Monatsrenditen drin sind und da haben wir Ziehen mit Zurücklegen gemacht. Und haben sozusagen völlig willkürlich alle möglichen Pfade gebaut, so eine Art Monte-Carlo-Simulation. Also wir haben zehntausende Pfade gebaut durch zufälliges Ziehen dieser Monatsrenditen und haben auf die Art und Weise eben gesehen, wie komme ich zu dem robustesten Ergebnis. Und so sind wir zu 20% Investitionsreserve gekommen, als sozusagen als Idealwert für diese Planbarkeit, die man anstrebt. Und das Schöne an der Investitionsreserve ist ja auch, so ein bisschen psychologisch, ich kann mich so ein bisschen freuen, wenn die Kurse nach unten gehen, denn dann kann ich günstig nachkaufen. Ja, das sagst du jetzt so salopp, aber das ist ja definitiv so, das sehen wir auch bei den Investoren. Wir haben keine Probleme, dass in Krisen Abflüsse sind. Die Rückfragen, die wir bekommen, ist immer nur, auch bei extremen Sachen wie Corona, haben wir schon gekauft. Ja? Und genauso soll es sein. Also, man kann sich darauf verlassen, dass es funktioniert, wenn ich ganz breit gestreut bin und wenn ich mit einer Investitionsreserve agiere. Ich kann mich darauf verlassen, dass es funktioniert. Und wenn jetzt eine Krise ist, okay, mein Nominalwert fällt, schade, dafür habe ich jetzt eine Chance. Und damit kann man dann auch psychisch gut arbeiten. Andreas, vielen Dank. Gerne.